Du hörst den Jeans Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir zu Gast heute ist Myriam Ross. Hallo Myriam. Hallo, schön wieder da zu sein. Ja, und das zwar und zwar regelmäßig, wenn das ein deutscher Satz war. Ich freue mich sehr, Myriam, wir haben ja bei dir oder mit dir in den letzten Folgen immer wieder über das Thema Steuern und Finanzen gesprochen. Heute mit dem Thema, man muss den Businessplan leben oder, alternativer Titel, profitable Organisationen aufbauen. Darum soll es heute gehen und wir knüpfen so ein bisschen an unsere Podcast-Folge vom letzten Mal, wo es ja um den Businessplan geht. Also wie hauchen wir quasi diesen Businessplan Leben ein, wie bringen wir das in die Organisation und wie können wir daraus eine profitable Struktur herstellen. Für alle die, die ich noch nicht kennen sollten, vielleicht nochmal ein ganz kurzes Intro, wer du bist, was du genau machst. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Mein Name ist Myriam Ross. Ich bin seit 2018 selbstständige Steuerberaterin, war ganz lange im Bertelsmann-Konzern und mit einer der wesentlichen Aufgaben war es halt, internationale Businesspläne zu beurteilen, aber auch Strukturen aufzubauen, damit man eben diese Businesspläne auch lebt, damit man sie nachverfolgen kann, monitoren kann, auf Basis wieder neu, auf den Basis neue Planung wieder erstellen. Und was bedarf es eigentlich in der Organisation korrespondierend mit den Zahlen, dass man den auch lebt, den Businessplan? Also das war immer so mit einer der wesentlichen Aufgaben, Strukturen mit aufbauen, damit man eben die Profitabilität auch wirklich monitoren kann, weiterentwickeln kann, sich eben auf Eventualitäten, die immer neu kommen, entsprechend absichern kann oder die auch aufzeigen kann. Und das habe ich halt jahrelang auch bei Bertelsmann gemacht. Bin quasi jetzt Steuerberaterin, habe den Teil jetzt mit in die Betrachtung mit reingenommen und finde es halt immer sehr spannend, gerade Startups auch dabei zu begleiten, so eine gewisse Professionalität im Sinne von Zahlen mit aufzubauen. Genau, und das beeindruckt natürlich Investoren oder vor allem die Phase, in der ich Partner brauche, die mir vielleicht finanziell weiterhelfen oder mich finanziell unterstützen. Genau, weil ich dann auch aufzeige, okay, mein Businessplan ist nicht nur so ein One-Time-Item, sondern der ist implementiert in der Organisationsstruktur und ich kann den auch immer wieder weiterverfolgen. Also meine Basis ist der Businessplan, aber da ist halt noch mehr drunter, mehr Futter drunter. Und das ist halt für die Investoren, glaube ich, schon relativ sicher, dass das Unternehmen oder das Startup auch die Strukturen hat und das auch weiterverfolgen kann. Ja, genau. Übrigens noch ein kleiner Hinweis, das Besondere an dieser Podcast-Folge ist, dass wir das Ganze live aufnehmen. Jetzt wird man sich fragen, live Podcast, okay. Man kann hier tatsächlich als Publikum dabei sein und wir werden am Ende der Podcast-Folge die Fragen beantworten. Und die Extended Version, also die Podcast-Aufnahme und die Frage-Antwort-Runde im Nachhinein, kann man sich dann bei uns im Lion Circle anhören. Und wer jetzt mitmachen möchte, der ist am besten schon im Lion Circle Mitglied, denn dort haben wir den Link gepostet, um hier live mit dabei zu sein und seine Fragen stellen zu können. Mhm. Mal gucken, wie viele Leute wir heute zusammenkriegen. Wir testen ja immer noch das Tool Riverside und sind dann ziemlich hartnäckig. Ja. Ist ja auch erst der zweite Versuch. Mal schauen. Genau. Aber ein sehr cooles Tool, das kann man schon sagen. Myriam, lass uns da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben einen Businessplan entwickelt. Wir sind beim letzten Mal durchgegangen, warum es so wichtig ist, überhaupt so einen Plan zu machen. Ich nenne es ja immer so liebevoll, das ist so die Bibel des Unternehmens. Ja, die darf sich auch weiterentwickeln. Die darf man auch nach, weiß ich nicht, wenn man 5 Jahre, 10 Jahre etabliert ist, auch nochmal hervorkramen und gucken, passt das noch oder muss man vielleicht da nochmal ein Update fahren? Wie belebe ich jetzt diesen Businessplan? Wir haben kurz vorhin angedeutet, profitable Organisationen aufbauen. Du hast gerade gesagt, dass man das auf ein professionelles Level hebt, vor allen Dingen dann, wenn man Investoren mit ins Boot holt oder Investitionsrunden veranstalten möchte.
Gib uns da vielleicht noch ein bisschen mehr Einblick, was ist als nächstes zu tun, um das zu beleben? Also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich Investoren habe, das sind ja meistens Leute, die sehr zahlenbasiert sind, weil die Zahlen sprechen halt die Wahrheit. Ne? Also Investoren mögen es immer, wenn man sagt, man hat einen Businessplan, auf Basis des Businessplans haben sie investiert, aber was die natürlich wollen, ist immer der Soll-Ist-Vergleich. Also was, du hast jetzt vor einem halben Jahr einen Businessplan abgegeben, wie entwickelt sich der denn weiter ein halbes Jahr später? Und gerade in den digitalen Welten ist es ja wichtig, die ganzen Neuerungen, also es ändert sich ja in einem halben Jahr fast nicht die neue, also nicht komplett das neue, die Welt neu, aber sind ja, die Zeit ist sehr kurzlebig, die Produktlebenszyklen verändern sich, werden immer kürzer, dass man darauf eben reagieren kann. Und eigentlich muss man die Überlegung, wie implementiere ich den Businessplan in meiner Organisation, schon viel weiter vorne beginnen. Nämlich dann, wenn man den Businessplan aufsetzt. Also wichtig ist ja immer, dass man identifiziert, was sind eigentlich meine Kostenträger? Also was ist quasi, was ist mein, wie entsteht mein Umsatz? Auf was für einer Basis? Und wie habe ich dann dazu korrespondierend zu Produkt 1 zum Beispiel meine Kosten, sodass ich sehe, wie profitabel ist eigentlich am Ende des Tages mein Produkt 1 und mein Produkt 2 und Produkt 3. Und eigentlich muss man den Businessplan so aufstellen, dass man sagt, Produkt 1 ist mein Kostenträger und ich brauche diverse Kostenstellen, zum Beispiel Kundenmanagement, Vertrieb, Content-Erstellung, wo ich wirklich die Kostenstellen habe und dann auch die Kosten 1:1 zu dem Produkt zuordnen kann. Mhm. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, ich habe meine Kostenstellen und da sitzen auch die Leute drin. Und der Kostenstelleninhaber ist verantwortlich, diese Kosten zu monitoren. Ja. Also dass man quasi in die Organisation schon den Gedanken reinbringt, dass ich wirklich für ein gewisses Produkt auch arbeite. Und das auch eben zuordnen kann. Ja, das lass mich da vielleicht nochmal dieses Golden Nugget besonders hervorheben, weil das ganz wichtig ist, was du gerade sagst. Oftmals ist ja leider, ja, vielleicht ein falscher Glaubenssatz vielleicht auch, ja, man macht einen Businessplan, schließt das Thema ab, das Thema ist bei der Bank gelandet, man hat vielleicht Geld bekommen oder auch nicht, man hat es für sich selbst gemacht, weil man es machen wollte, aber dann hört es abrupt auf. Das, was du jetzt empfiehlst, ist ja das Monitoring, ne, des Businessplans, dass man sagt, okay, ich möchte ja, alles andere wäre unter uns ja auch gesagt ein Blindflug, ich möchte ja verstehen, warum und wie ein Produkt performt, ja, oder wie verschiedene Geldeingänge, Einkommensströme funktionieren und performen und wie profitabel die sind. Es ist nämlich ganz interessant zu beobachten, oder zumindest so aus meiner Erfahrung heraus, dass oftmals auch nicht erkannt wird, welches Produkt einfach auch nur wertvolle Ressourcen auffrisst, aber eigentlich gar nicht zum Unternehmenswachstum beiträgt. Und genau, das kann ich aufdecken, indem ich das monitoren kann. Ja, oder ich sage, ich kann einfach die Kategorisierung machen, was ist meine Cashcow, was ist mein New Star quasi, wo ich genau weiß, das Produkt ist in der Investmentphase und wird halt subventioniert von der Cashcow. Oder man identifiziert Produkte und man sagt, boah, das ist weder eine Cashcow, noch ist es ein Produkt, wo ich gerade massiv investiert habe, sondern das ist einfach wirklich ein Produkt, wo ich sage, warum habe ich das eigentlich? Dass man auch in die Entscheidung gehen kann, mache ich damit weiter? Warum habe ich die Umsätze nicht? Brauche ich mehr Vertrieb? Also muss ich mehr bei den bestehenden Kunden Services verkaufen? Also, dass man die überhaupt mal identifiziert. In was für einen Bereich bin ich am? Welches Produkt subventioniert andere? Weiß ich das überhaupt? Mhm. Also, das ist ja die spannende Frage. Ne? Dass man einfach mich emotional leiten. Ne? Genau, genau. Ja. Weil ich sage, das Produkt habe ich schon seit 20 Jahren. Ich kann mich davon nicht trennen. Dass man einfach das identifiziert. Und das identifiziert man, indem man wirklich sagt, man hat für die Produkte eine eigene Organisation. Und dass auch der Produktleiter oder Bereichsleiter komplett für den ganzen Strang, also einmal die Umsatz,
Zahl, den Umsatz generiert, aber auch die Maßnahmen darunter in den einzelnen Kostenstellen liegt. Also zum Beispiel Content. Mhm. Wenn ich jetzt eine App habe, da ich sage, ich habe hier eine Content-Kostenstelle, was muss ich an Content eben noch reinfahren, um den Umsatz zu bekommen? Oder auch die Entwicklungskosten. Ne, was muss ich noch an der App entwickeln, vielleicht noch Next Level, dass ich meine Kunden überhaupt kriege, damit ich überhaupt das monatliche Abo überhaupt rechtfertigen kann oder nach außen treten kann, muss ich massiv in Marketing einspielen. Ne? Und das ist halt wichtig, dass man pro Produkt seine eigene Organisation hat in Kostenstellen, die Mitarbeiter eben den Kostenstellen zuordnet und aber auch die Kostenstellenverantwortliche verantwortlich macht für deren Kosten. Mhm. Damit jeder das eigentlich im Blick hat. Das ist, finde ich, elementar wichtig. Und jeder weiß, ich arbeite für das Produkt und nicht für Produkt B, C, D, sondern nur für das Produkt. Und das ist meine Linie. Und da muss ich schauen, wie bekomme ich das profitabel. Das ist natürlich manchmal in so Startup-Organisationen ist halt schwierig, ne? Weil teilweise, wenn man noch keinen Investor hat, muss man zuerst mal gucken, da ist wahrscheinlich verschiedene Leute bedienen verschiedene Produkte oder Segmente. Aber da muss man eben auch sagen, du gehörst zu einer Kostenstelle und dann kommt diese Zyklenverteilung, ne? Dass man am Ende des Monats sagt, Kostenstelle Kundenmanagement, habe ich einen Mitarbeiter, der hat aber noch für andere drei Produkte gearbeitet, sodass der Kostenstellenleiter sagt, okay, er hat 20% für mein Produkt gearbeitet, aber die letzten 80 verteilen sich auf die anderen drei Produkte. Und das wird dann eben über so eine Zyklenverteilung auf die anderen Segmente, sprich Produkte, zugeordnet. Ja. Allein was das für eine Führungskompetenz auch bedeutet, die ich in meinem Unternehmen aufbauen kann, indem ich eine Sensibilisierung dafür schaffe, ja, dass es natürlich für ein Produkt Ausgaben gibt, aber auch Einnahmen gibt und dass ich das natürlich auch im Unternehmen validieren kann, inwieweit bedeutsam dieses Produkt, was vielleicht ein Nischenprodukt war im Unternehmen, aber im Grunde quersubventioniert die anderen Produkte, die vielleicht viel emotionaler an mir hängen. Ja? Mhm. Das ist sehr interessant. Also und vor allen Dingen ohne diese Information oder ohne diese Erkenntnis aus den Zahlen, aus den KPIs, ist es tatsächlich ein Fischen im Trüben. Ja. Genau. Und man schafft halt in der Organisation nochmal so ein ganz bestimmtes Kostenbewusstsein. Ne? Weil Endstufe ist ja, dass man die Mitarbeiter dran am Erfolg beteiligt, an dem Produkt, an dem Segment. Ne? Dass man sagt, gut, man hat das Gesamtunternehmen, man kriegt einen Bonus vom EBITDA oder vom EBIT von dem Gesamtunternehmen, aber dann kriegt man eben auch einen Bonusanteil an seinem eigenen Segment, sprich Produkt. Und darüber schafft man natürlich auch ein Kostenbewusstsein in der Organisation. Sicher, es wird dann auch mal irgendwo vielleicht ein bisschen mal knallen, aber man setzt sich auseinander und fragt, warum hast du mir 20% der Kosten zugeordnet? Warum geben wir Summe XY für Werbung aus? Ist da überhaupt, meint ihr, es bewegt sich dadurch. Könnt ihr das nachweisen, wenn ich ja zum Beispiel nochmal 50.000 Facebook-Werbung für die App einspiele? Mhm. Habt das eins zu eins einen Impact auf meinen Umsatz oder wird es nachgelagert sein? Aber man schafft dadurch eben ein unglaubliches Kostenbewusstsein. Wenn man das dann noch unterlegt, im Sinne, wenn jetzt zum Beispiel eine Investition getätigt werden muss, ein neuer Mitarbeiter angestellt werden muss in der einzelnen Kostenstelle, dass man dann sagt, du darfst bis Summe X, darfst du selbst investieren, aber wenn Summe zum Beispiel 100.000 für ein Jahr überstiegen ist, musst du einen Investantrag machen und musst dich rechtfertigen, warum und was ist eigentlich die Maßnahme oder was ist der Erfolg, der dabei rauskommt. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com
und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Und so schafft man eben in der Organisation so ein Gefühl dafür, wie ist meine Kostenstruktur. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich einfach nur so kontinuierliches Geschäft habe, kriege ich ganz schnell ein Gefühl dafür, was ich als Kostenstruktur dafür brauche. Und es ist aber auch dieses Maßnahmen, welche Maßnahmen ergreife ich und was kosten die mir das? Und so mehr Gefühl bekomme ich eben für meine ganze Organisation und für mein Produkt. Und das ist halt extrem wichtig. Und eigentlich muss man diese Organisation schon im ersten Businessplan haben, damit man auch sagen kann, jetzt hat man, am 1.1. hat man einen Businessplan erstellt. Und jetzt ist Oktober. Dass man einfach gucken kann, wie ist eigentlich mein Soll-Ist-Vergleich. Ne? Ich habe am Ende 2021 habe ich als Umsatz Summe X und als EBIT Summe Y angebracht. Aber wie weit ist eigentlich mein Gap jetzt Stand Oktober und was muss ich eigentlich noch erreichen? Und das kann eben, indem man so eine Bottom-up-Planung auf Basis von Kostenstellen macht, die Zyklenverteilung drüber laufen lässt und dann eben ganz klar sieht, Stand Oktober, was muss ich eigentlich noch erreichen, um zu meinem Jahresendergebnis zu kommen. Und genau das werden auch Investoren tun. Wenn man jetzt Mitte des Jahres einen Investor kriegt, man hat diese quartalsmäßigen Berichterstattungen machen und die wollen sehen, wie entwickelt sich der Businessplan. Also das sind, also man hat so eigentlich, wenn man ordentliche Strukturen hat, Kostenstellen, Kostenträger, Zyklen verteilen, hat man eigentlich ein sehr gutes Gefühl, ist immer irgendwie auch ja auskunftsfähig über die Zahlen. Wichtig ist natürlich, dass man das nicht nur im Businessplan macht, sondern dass man das auch in der laufenden Buchhaltung macht. Also das ist ja der erste Step, den man macht, man hat einen Businessplan, stellt Kostenstellen, Kostenträger aus und hat das auch in seiner aktuellen Buchhaltung. Ja. Sodass man immer sagen kann, ich habe jetzt Stand 30.09, das sind meine Ist-Zahlen, ich plane jetzt noch den letzten 3 Monate und komme zu meinem Endergebnis und sehe ganz klar, was für Maßnahmen ich noch machen muss. Auch im Sinne von was heißt Spielerei, aber wenn ich im Oktober schon weiß, ich erreiche mein Endergebnis im November, dann überlebe ich ja schon, wie bekomme ich oder was kann ich tun, damit ich vielleicht die Ergebnisse nicht in dem Jahr zeigen kann, sondern im nächsten Jahr verlage. Weil ich weiß, im nächsten Jahr ändern sich vielleicht in dem Markt ein bisschen die Vorzeichen, aber dann habe ich schon einen Puffer fürs nächste Jahr. Also das sind halt die Überlegungen, die ich damit, wenn ich ganz enge Monitore in meiner Organisation auch so weit aufgebaut habe, dass die mitdenken und das auch selbst erkennen und ich nicht als Gründer oder als Geschäftsführer den Prozess erst anhebeln muss, sondern dass eigentlich aus der Organisation die Ideen schon kommen. Sagen, hör mal zu, Norm, wir haben jetzt mal geguckt, wir sind im November eigentlich mit unseren Ergebnissen schon so weit durch, was können wir denn tun? Ich habe die Überlegung, dass wir halt erst vielleicht die Leistung mit Kunde A im nächsten Jahr fakturieren oder die überhaupt im nächsten Jahr erstmal über den Stichtag hinaus erweitern. Ne? Also, dass man darüber halt schon so ein bisschen Spielmasse haben kann. Ne? Ja, total wichtig. Vor allen Dingen, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht sogar in der Zukunft die nächsten Investitionsrunden zu fahren, genau. Dann kann ich natürlich sehr professionell nachweisen und sagen, schau mal her, so hat sich mein Business entwickelt. Und vor allen Dingen, was ich sehr interessant finde und auch wichtig finde, wichtige Kompetenz von Unternehmenslenkern, zu sagen, das waren die Learnings, das waren die Interventionen, die wir gestartet haben, um das Ergebnis positiv in diese Richtung zu bewegen. Mhm. Ja, weil das sind für mich Qualitäten, die kannst du einfach nur, Anführungsstrichen, in Zahlen abbilden und glaubhaft machen. Ja, ist so. Also man darf aber den ganzen Prozess nicht unterschätzen. Das ist natürlich, je nachdem, wie man vorher in der Organisation gelebt hat, dieses jetzt wirklich in neue Organisationsform reinzubekommen. Man bekommt natürlich, manche Leute bekommen ganz andere Verantwortlichkeiten, müssen viel mehr planen können, viel mehr mit Zahlen umgehen. Das ist vielleicht im Vorfeld gar nicht so gewesen, weil man einfach immer nur zuerst mal gucken musste, wie bekomme ich Umsatz, wie bekomme ich meine Idee in den Markt, dass er auch erfolgreich ist, gepresst. Ne? Und ja. Es ist auch ein Change-Management-Prozess und den darf man auch nicht
na, wie heißt, unterschätzen, weil jedes Individuum fühlt sich natürlich dann anders. Ne? Der eine sagt, boah, ich bekomme super die Verantwortung, beim anderen aber vielleicht, der die Verantwortung vorher hatte, wo man weiß, du hast ganz andere Stärken, die man irgendwie ausnutzen kann. Und den Prozess zu begleiten, das ist natürlich extrem wichtig. Und man geht natürlich auch durch das Tal der Tränen. Am Anfang ist das Commitment natürlich machen wir das, ne? Es dient ja einem Zweck und einem Ziel. Aber wenn man im Tal der Tränen ist, dann fängt es an, dass Leute die Organisation dann hinterfragen, warum muss ich denn jetzt meine Kosten stellen? Warum muss ich denn jetzt, wenn ich jetzt über 100.000 Euro was ausgeben muss, warum muss ich dann einen kleinen Investorantrag stellen? Mhm. Und die Leute abzuholen, das ist eine enorme Anforderung, die man wirklich nicht unterschätzen darf. Also weil in jedem Individuum natürlich andere abläuft. Der eine sagt, boah, super, ich kriege jetzt Verantwortung. Der andere sagt, oh, mir ist eigentlich die Verantwortung viel zu viel. Der andere sagt, mir ist es viel zu wenig, warum muss ich das jetzt tun? Ich konnte doch vorher immer 100.000 ausgeben, da hat mich niemand hinterfragt, werde ich jetzt kontrolliert? Ne? Also das sind so Themen, wo man wirklich auch aufpassen muss, dass man die Leute mit abholt und in den Prozess auch mit reinbringt. Ja, weshalb ja dieses Thema des Controllings, des Monitorings einfach auch Teil der Unternehmenskultur sein sollte. Also auf der einen Seite habe ich das genauso, wie ich Technologie implementiere in ein Unternehmen, dass ich Akzeptanz schaffe, ja, dass ich Klarheit darüber oder auch ein Commitment herstelle zu den Mitarbeitern und vor allen Dingen auch zu meinen Führungsebenen, dass ich sage, okay, wir brauchen diese Instanz, um einfach andere neue Perspektiven, Blickwinkel und Entscheidungen treffen zu können. Und auf der anderen Seite, du hast es vorhin so nett gesagt, so Endstufe, Mitarbeiterbeteiligung finde ich sensationell, macht das Unternehmen zu dem Unternehmen deiner Mitarbeiter und es werden von Haus aus ganz andere Fragen gestellt. Ja, und dann hole ich mir auch die Kompetenzen bei meinen Kollegen ab, die ja genauso partizipieren an dieser ganzen Geschichte, die natürlich genauso ein Interesse haben, dass die Kosten kontrollierbar bleiben, ja, und dass nicht einer hergeht und sagt, ich gebe 200.000 Euro für eine Facebook-Kampagne aus oder sowas. Genau, ja. Also das ist ein völlig neuer, so ganz neu natürlich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall gerade auch, und darauf würde ich jetzt gerne nochmal so ein bisschen verweisen, für Startups interessant und das von Anfang an. Mhm. Wann macht das wirklich Sinn, ab welcher Unternehmensgröße macht das wirklich Sinn, das so zu machen, das so zu gestalten? Ja, eigentlich, also ich bin ja so ein Befürworter, dass man, wenn man so das erste Jahr vielleicht hinter sich hat oder man sieht, da sieht man ja relativ schnell, wo die Reise hingeht. Und sich halt überlegen muss, so will ich jetzt zum Investor? Also brauche ich jetzt wirklich einen Investor? Also spätestens da sollte man sich das überlegen. Eigentlich sollte man das schon von vornherein, aber das wird nicht funktionieren, weil man natürlich in der Gründungsphase ist und zuerst mal gucken muss, dass man irgendwie Boden gewinnt. Aber es sollte eigentlich schon so im ersten, zweiten Jahr stattfinden, dass man hinterfragt, wenn man gerade stark gewachsen ist, wenn auf einmal viele Leute im Unternehmen auch dann sind, wo man merkt, der Prozess entgleitet so ein bisschen, dass man in der Buchhaltung dann irgendwann mal sieht, boah, jetzt haben wir hier eine Kreditkartenabrechnung, was für Kosten laufen denn da überhaupt raus? Warum bestellt der eine das, der andere das und keiner hat mehr einen Überblick? Also spätestens dann ist es elementar wichtig, dass man so eine Organisation aufbaut. Und eigentlich ist es am einfachsten, wenn man die schon von vornherein aufbaut. Aber das wird nicht funktionieren. Also es ist immer so, Wachstum ist als erstes da, die Struktur folgt. Mhm. Aber man darf halt den Zeitabstand zwischen Wachstum und Struktur folgt nicht so weit werden lassen. Weil spätestens dann hat man schon eine Organisation, die an so Prozesse gewohnt ist, die keiner wirklich monitort und kontrolliert. Also wie zum Beispiel die Bestellung. Dass man einfach nicht mehr hinterfragen muss, warum hast du das bestellt? Also erst im Nachgang, wenn man es gebucht hat, schon, dass man den Prozess des Bestellens schon vorverlegt und dann auch eine Kostenübersicht hat. Weil es ist ja nicht schlimmer, wenn man jetzt 50 Leute ersetzen hat, jeder bestellt, jeder hat Kosten und am Ende in der Buchhaltung guckt man dann aufs Ergebnis und denkt, was denn da passiert? Ich habe doch so viel verkauft, warum kommt das nicht an? Also erstmal hinterfragt muss man natürlich auch, kommen wir als nächstes Thema, dass man einfach gucken muss, Umsatz ist ja nicht gleich Geld, was ich bekomme. Ne? Also wie kann man da ganz schnell an dem Prozess sein, dass man ganz schnell auch den Cash bekommt, sondern dass man auch sagt,
dass man auch die Kosten in Kontrolle hat und nicht sieht, dass man in der Buchhaltung nicht sitzt, da kam auf einmal noch eine Rechnung von 100.000, die hat überhaupt niemand auf dem Schirm gehabt oder 50.000 oder aber auch so Kleinkram, ne, dass viele irgendwie nur 100 oder 200 Euro irgendwo ausgegeben haben, investiert haben, als Kosten hatten. Und dann stellt man fest, warum ist das Ergebnis denn so schlecht? Und das ist auch ein Organisationsthema. Und das müsste man eigentlich da vorstellen. Das wird nicht funktionieren, aber man muss immer ein Gefühl für haben, wann läuft es aus dem Ruder oder wann habe ich nicht mehr die Kontrolle drauf. Ja. Was ich immer gern empfehle, ist, dass man zumindest die seismografischen Messinstrumente installiert, um damit dann nicht ein Jahr später anzufangen. Und dann sich aber wirklich ein Ziel setzt, innerhalb des ersten Jahres da mal drauf zu schauen und zu schauen, okay, welche Ergebnisse haben wir denn erwirtschaften können? Wo sind denn unsere Profit Center? Ne? Um einfach, ich habe das immer so erlebt, es ist eine unglaubliche Euphorie, vor allen Dingen bei sehr erfolgreichen Startups, und dann gerät das in Vergessenheit, ja, dass man diese Daten, diese Informationen, diese KPIs sich anschaut, um dann neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und man schaut dann in der Regel erst dann wieder drauf, wenn sich zum Beispiel, wenn man in einem sehr, sehr schnell wachsenden Markt ist oder einen sehr sich schnell verändernden Markt ist, dass man erst dann drauf schaut, wenn man irgendwie den Eindruck hat, irgendwas hat sich verändert, aber wir haben es nicht mitbekommen. Genau, und dann ist es extrem schwierig, den Blick in die Vergangenheit zu machen, wenn man keine Strukturen hat, weil man gar nicht weiß, woher kommt es denn. Also was ist gerade der Grund, warum es nicht läuft? Und dann merkt man, dann muss man unglaublich viel dann drehen, die Organisation umkehren, ne, und quasi aus dem Start-up-Gedanken in ein eingeschwungenes Unternehmen zu kommen. Ja, absolut. Und spätestens dann, wenn man eben dann nicht mehr in dem Start-up-Gedanken ist, sondern wirklich in die Phase reinkommt, wo sich das Ganze normalisiert oder in einen eingeschwungenen Zustand kommt, dann fragen natürlich auch die Investoren, was ist da eigentlich los? Warum habt ihr nicht mehr dieses Wachstum? Was macht dein Produkt 1, 2? Und dann sitzt man da, müssen wir gucken. Ne? Mhm. Also von daher macht es halt immer Sinn zu gucken, auch in der Wachstumsphase ganz schnell die Strukturen drunter zu ziehen. Aber die meisten haben das halt nicht im Blick. Solange es funktioniert, ist ja alles gut, wenn der Umsatz da ist, das Wachstum da ist, obwohl, wenn man in der Wachstumsphase ist, investiert man ja auch enorm viel. Ja. Aber trotzdem ist es halt schon empfehlenswert, die Prozesse und die Struktur des Unternehmens schon vorher aufzusetzen und sich ganz klar zu machen, in was für den Strukturen, Segmenteinheiten denken wir denn. Mhm. Auch im ersten Jahr, gerade in dieser Zeit, sagen wir mal nach Gründung oder kann man auch den ersten zwei Jahren nach Gründung, kann man auf jeden Fall schon sehr gut aus diesen Daten, aus diesen Zahlen ablesen, wie stark die Innovationskraft des Unternehmens ist. Und inwieweit ich meine Innovation meine Energie, Innovation zu entwickeln mit den Assets, die ich geschaffen habe in den ersten beiden Jahren, inwieweit ich die neu ausrichten muss oder inwieweit ich die an den Markt anpassen muss. Weil ich ja ziemlich schnell erkennen kann, habe ich einen Umsatzeinbruch, habe ich ein exponentielles Wachstum, habe ich eine Stagnation, um dann auch wirklich schnell zu intervenieren. Und das ist oftmals das oder dieser Punkt, der oftmals verschlafen wird oder einfach nicht wahrgenommen wird, weil diese Informationen einfach nicht vorliegen. Genau, also es ist ja meist so, wenn man ein Startup ist, dass man sagt, ja, ich habe einen Steuerberater, der bucht, oder man hat es schon in-house und geht es dann weiter an einen Steuerberater, der dann vielleicht nochmal drüber guckt. Das ist ja erstmal, dass man das Thema weggeschoben hat, ne? Das Zahlenthema. Das läuft, man denkt, das läuft, aber dass man den Prozess wirklich anstößt zu sagen, ich will da mehr, ich will nämlich wirklich Transparenz haben in meinem Unternehmen. Das kommt, am Anfang ist das nicht da, weil man ganz auf ganz andere Sachen fokussiert ist. Aber dass man eben auch die Struktur schafft, also ich brauche einen Controller, ich brauche noch jemand bei mir im Finanz, ich brauche einen ordentlichen Einkauf. Das ist, kommt erst im Nachgang und meistens kommt es zu spät. Mhm. Weil man sich einfach natürlich die Kosten scheut, warum soll ich da jemand einstellen? Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Fuß fasse, dass ich mein Geld bekomme, dass ich verkaufe. Obwohl das nächste Thema ist ja auch der ganze Forderungsprozess oder Forderungsmanagementprozess. Mhm.
der wird ja auch meistens vernachlässigt. Also wenn ich bin ja teilweise im komplexen, gerade im digitalen Geschäft ist das ja sehr eine große Komplexität. Gehe ich in Vorausleistung? Mhm. Wann zahle ich? Wann bekomme ich mein Geld? Habe ich einen transparenten Prozess? Und vor allem, es ist wichtig, dieses ganze Forderungsmanagement, das ganze Pricing, dass ich das skalierbar habe. Mhm. Also gerade, dass ich den Prozess am Anfang schon so ordentlich aufsetze, wenn ich ja zum Beispiel noch eine Software habe, die ja zum Beispiel die ganzen App-Verkäufe monitort, dass ich eine ordentliche Schnittstelle in meinem Buchhaltungssystem habe, dass ich einfach, wenn ich wirklich viel Masse drauf bekomme und das Ganze skalierbar werden muss, dass der Prozess da ist, dass ich weiß, wer zahlt am Endeffekt, wer zahlt nicht, wie habe ich mein ganzes Forderungsmanagement, habe ich vielleicht hinten dran auch ein ein Unternehmen, ein Kassobüro zum Beispiel, wo ich sagen kann, um die Liquidität zu sichern, verkaufe ich das Forderungswesen oder die Forderung. Da brauche ich aber auch einen guten Prozess, weil es die Inkassobüros oder Unternehmen sagen nicht, ich übernehme dir jetzt eine Forderung, wo ich nicht weiß, woher kommen die überhaupt? Ist überhaupt die Leistung erbracht worden? Mhm. Wann wird die Leistung erbracht? Also gerade in den digitalen Geschäftsmodellen ist ja genau das die Fragestellung. Ja. Wann kann ich überhaupt fakturieren? Ja, wie fakturiere ich? Ne? Also habe ich eine Einmalzahlung pro Jahr oder muss ich die staffeln? Also das sind ja auch so Fragestellungen, die ist ja nicht ein Produkt, dass man einfach mal Schokolade verkauft. Also jetzt mal ganz einfach, ne? Sondern im digitalen Markt ist das ja schon, wenn man in die Apps geht oder wenn man in Data Warehousing oder in die ganzen Themen geht, wie macht man wirklich den ganzen Prozess, Forderungsmanagement, Umsatzrealisierung? Und das muss man schon auch IT-technisch sauber haben, wenn dann das Wachstum kommt und das dann auch skaliert, damit man einfach nicht da steht und sagt, oh, ich habe doch den Umsatz gemacht, warum kommt dann das Geld nicht? Ne? Also das ist ja auch immer wieder ein Prozess. Und das geht halt mit der ganzen Organisationsstruktur auch einher. Ja, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal so der Hinweis darauf, dass das auf das C-Level gehört. Ja? Also dass das nicht irgendwie in einer Art Fachabteilung untergeordnet in den Kellerräumen stattfindet, sondern dass das einfach ein ganz wichtiges Instrument ist, um das Unternehmen zu lenken und die richtigen Richtungen zu lenken, um auf Marktsituationen, Umfeld, Veränderungen reagieren zu können. Ja. Dass das eben nicht die Suche nach der Belegbuchhaltung ist, ja, sondern dass das, und das beschreibt ja auch, warum es ja in vielen Unternehmen CFO gibt, dass das wirklich auch ernst genommen auf die Gründerebene oder auf die Geschäftsführerebene. Genau, also ich komme aus dem Unternehmen, mein damaliger Chef, der kannte jeden, also wenn man so in die Kostenträgerrechnung geht und das wirklich, also wir hatten ja über 4.000, 5.000, 6.000 Kostenträger, der kannte jede Kostenstruktur darunter. Ja. Der wusste bei Kunde X, was sind eigentlich die eingeschwungenen Kosten, um den Umsatz zu erreichen. Das wusste der. Und er hat sofort gesehen, da stimmt was nicht. Was ist denn da los? Habt ihr ein Preisthema? Habt ihr ein Produktivitätsthema? Also, dass die Leute einfach auch nicht produktiv arbeiten. Mhm. Das hat er auf den ersten Blick gesehen. Und stellt ganz andere Fragen, ne? Ganz andere Fragen. Aber das ist halt die Aufgabe der Kauf des CFOs. Ja. Also klar muss er es auch selbst hinterfragen, aber zusammen mit dem CEO genau das zu liefern und zu hinterfragen, was sind denn meine Maßnahmen? Und zwar nicht, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sondern man sieht das ja meist vorher schon. Man kriegt ja schon ein Gefühl, irgendwas passt nicht. Ne? Ja. Das bekommt man aber nur, wenn man die Zahlendaten hat. Ja. Und vielleicht auch noch ein Tipp, weil es ist ja, weiß ich ja selber, du gründest eine Firma, jetzt triffst du ja nicht irgendwie auf der Straße einen CFO und sagst, hey, hast du nicht Bock, mit mir das zusammen zu machen? Genauso wie jetzt ein CDO, ja, wenn du jemanden brauchst, der wirklich Digitalkompetenzen in der Tiefe hat, dann besteht natürlich die Möglichkeit, und das ist gleichzeitig hier so ein Angebot, dass man das Ganze natürlich interimsweise, ne, temporär, sich einfach mit an Bord holt, um die Kompetenzen in-house aufzubauen. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht für immer extern als Satelliten mit sich rumschleppt, sondern dass man wirklich sagt, man sucht langfristig natürlich einen CFO, wenn es die
die Einkommensströme erlauben, ja, also wenn ich mir so eine Person einfach auch leisten kann. Aber in der Zwischenzeit kann ich muss ich auf diese Kompetenzen ja nicht verzichten. Ja? So kann man ja dich, Miriam, oder mich ja auch als CDO interimsweise in das Unternehmen holen und sagen, okay, schau dir meine Situation aus, lass uns diese seismografischen Messinstrumente installieren, sodass wir die Möglichkeit auf jeden Fall haben, auf die Daten auch rückblickend zugreifen zu können, um dann gewisse Ableitungen oder Erkenntnisse zu generieren. Genau, oder überhaupt die Strukturen aufzubauen, ne? Ja. Also dass man einfach für ein Gefühl kriegt und auch, wenn man jetzt mal weiterdenkt, ne, wenn man weiter, ich will jetzt die nächste Runde machen im Sinne von Investorensuche, dass man auch ganz klar weiß, was sind seine Assets, ne? Also dass man auch in der Buchhaltung und auch gerade in der Bilanz, also viele Kunden haben ja immer nur die Gewinn-Verlust-Rechnung vor Augen. Aber auch Bilanz ist extrem wichtig. Also was entwickle ich denn da oder was ist meine Software wert? Ja. Was muss ich überhaupt, damit ich das als eigenes Asset zeigen kann? Was bedeutet das überhaupt? Was muss ich da überhaupt tun? Ja. Brauche ich einen Quellcode? Brauche ich nicht? Also das sind ja alles so Bilanzierungsthemen, dass man einfach weiß, ein Gefühl für kriegt, was ist eigentlich meine Firma wert? Was sind meine Assets, die es da haben? Ist das jetzt nur Mitarbeiter oder ist wirklich auch ein geschaffener Wert? Also das ist auch extrem wichtig, das Thema auch immer vor Augen zu haben. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Aufruf an euch, die ihr da jetzt zuhört. Also erstmal habe ich mir aufgeschrieben, 2 Podcast-Folgen, die wir in der Zukunft noch machen, wir 2, Miriam. Einmal Erfolgsbeteiligung für die Mitarbeiter, finde ich super wichtig. Gerade auch für Unternehmen, die sich innovativ präsentieren wollen, Thema Führungskräfte oder Mitarbeiterbindung auch, ja. Und dann natürlich das Thema Wertermittlung. Was sind meine Assets in der Firma überhaupt wert? Womit gehe ich an den Start in die Finanzierungsrunden? Finde ich super interessant. Und wenn ihr da draußen noch weitere Themen habt, die euch interessieren, wo ihr sagt, hey, da muss uns Miriam noch einen Tipp geben, dann gerne mit uns über die bekannten Kanäle Kontakt aufnehmen. Alles andere findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Übrigens auch nutzt die Chance auf ein kostenfreies Strategiegespräch. Also einfach in die Shownotes schauen, da findet ihr einen Link. Einfach Termin ausmachen, dann können wir über eure individuelle Situation im Unternehmen sprechen und den Kontakt auch zu Miriam natürlich direkt herstellen. Ja, gerne. Miriam, ich würde sagen, wir machen den Sack an dieser Stelle zu. Es sei denn, du hast noch ein brennendes Thema oder ein... Nee, also wir haben ja noch ein paar Themen. Wir haben sowieso noch ein paar Themen. Wir wechseln jetzt das Tool, beziehungsweise widmen uns jetzt unserer Audience, die jetzt hier live zugehört haben. Das muss ich noch checken, wie viel das sind, wie viele Fragen wir jetzt noch beantworten. Die Extended Version zu diesem Podcast gibt es dann im Lion Circle. Also wenn dich das Thema interessiert, dann auch da in die Shownotes schauen. Dort findest du einen Link und kannst dem Lion Circle entsprechend beitreten. Vielen Dank, Miriam, für deine Zeit und ich freue mich schon aufs nächste Mal.